Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion. Es vergeht keine Woche, ohne dass wir hier über Asylrechtsverschärfungen debattieren. Von der AfD sind wir das ja schon gewohnt, aber dass die Union jetzt immer häufiger auf den Zug der menschenfeindlichen Politik aufspringt, in der Hoffnung, sie könnte dadurch Stimmen fangen, ist wirklich abstoßend. Sie von der Union sind damit für den Rechtsruck in diesem Land mitverantwortlich, und am Ende wird es Ihnen gar nichts bringen, weil die Menschen wählen das Original. Worum geht es konkret? Die Union schlägt vor, Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Ich sage Ihnen, warum ich das für falsch halte. Für Asylsuchende aus Moldau und Georgien bedeutet die Einstufung ihres Herkunftslandes als sicher, dass sie hier länger in menschenunwürdigen Aufnahmeeinrichtungen bleiben müssen, nicht arbeiten dürfen, der Residenzpflicht unterliegen. Zudem lehnt das BAMF ihre Asylanträge meist als offensichtlich unbegründet ab. Die Folge, die Klagefrist verkürzt sich auf eine Woche und die Asylsuchenden können abgeschoben werden, obwohl noch nicht über die Klage entschieden wurde. Die Einstufung von Ländern als sicher ist also vor allem eins: ein Instrument der Entrechtung. Noch dazu ist der Gesetzentwurf schlecht gemacht von Ihnen. Die Union sagt kein einziges Wort zu den Verhältnissen in Moldau und Georgien. Stattdessen beruft sie sich darauf, dass Bundeskanzler Scholz die Einstufung beim Flüchtlingsgipfel selbst vorgeschlagen hat. Ja, wenn der Kanzler etwas sagt, muss es ja richtig sein. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist auch eine Missachtung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Kennen Sie dessen Ausführungen zur Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten nicht oder übergeben Sie diese bewusst? Ich rufe mal in Erinnerung, mit der Einstufung übernimmt der Gesetzgeber einen Teil der Asylprüfung. Deshalb muss er die Lage in den jeweiligen Ländern aufgrund aktueller Informationen sorgfältig aufklären und begründen, warum dies die staatliche Vermutung zulässt, dass es dort regelmäßig keine Verfolgung gibt. Nichts davon findet sich in Ihrem Gesetzentwurf. Wenn Sie sich damit auseinandergesetzt hätten, hätten Sie feststellen können, dass Roma in Moldau diskriminiert und verfolgt werden und dass Georgien zum Beispiel für queere Menschen alles andere als sicher ist. Wir brauchen keine neuen Asylrechtsverschärfungen nach Ihrer Raison, sondern eine Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Verbesserungen für Geflüchtete. Vielen Dank.